Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Link Between Worlds. Ihr seht, wo ich mich befinde. Ich habe mich wieder durch diesen dreckigen Weg durchgekämpft. Und nun sind wir endlich wieder hier angekommen. Aber bevor wir weitergehen, holen wir uns einer der letzten Maimas. Und das befindet sich hier irgendwo, wie ihr hört. Ach, da... Was? Da unten? Das heißt, ich hätte es mal schon viel früher holen können. Ach, so eine Scheibe. Ja, wie ihr seht, habe ich da so einen Weg gefunden. Leider gibt es hier einfach keine Vogelstatue. Nur bei Heras Turm und deswegen musste ich mich den ganzen Weg bis hierher wieder durchkämpfen. Und ich will jetzt noch gucken, ob hier noch Maimai 98 ist, aber ich glaube, das war jetzt das letzte Maimai, ne? Genau. Stimmt, okay. Dann ist es sogar dumm, was ich hier mache. Aber okay. Na. So, grüß dich. Und nun können wir endlich nach Lorule gehen und die letzten Maimas und den letzten Dungeon finden. Juhu! Da sind wir in Lorule und danke Gott, da ist ein schöner Speicherpunkt. Fluje, Held von Hyrule, der Todesberg ist in dieser Welt im ewigen Eis umgeben. Die im Eis versiegelt, befinden sich hier eine Ruine. Ein Weiser, sein Körper und Geist, stark wie ein Fels, wartet dort auf seine Rettung. Eile dich, bevor die Seelen der Weisen in Eis erstarrt. Das sind die Worte von Hilda von Lorule. Ja, das ist ja ziemlich strange, haben wir ja bemerkt. Aber nun gut. Gott sei Dank ist ja ein schöner Wetterhahn. Das heißt, wenn ich nochmal zu diesem Drecksort gehen muss, dann befindet sich hier ein Wunderballer. Was? Drei? Okay, mir fehlen tatsächlich noch drei. Okay, drei Maimais fehlen mir noch. Wenn es gut läuft, können wir die sogar alle in diesem Part finden. Wichtiger ist mir aber natürlich der Dungeon zu finden. Wir gehen hier erstmal wieder zurück, weil da oben ist ja der Dungeon. Und wir werden hier noch ein bisschen was finden. Wie zum Beispiel das vorletzte Herzteil. Wo bin ich? Oh nein, bitte sag mir nicht, dass ich... Ach, wir sind doch hier... Wir sind genau hier, wo wir im letzten Part waren. Mann! Weil ich mich da mit dem Attack drüber geschossen habe, ich Vollidiot. Lappen. Also, hier müssen wir weiter. Ich weiß noch, dass ich genau den gleichen Fail in meinem privaten Spielstand hatte. So. Wir müssen natürlich hier auf Maimais hören. Wie zum Beispiel da. Da müssen wir uns jetzt natürlich erstmal hinbauen. Und das ist Maimai Nummer 98, liebe Freunde. Zwei sind's noch. Und dann haben wir alle 100 Maimais in diesem Spiel gefunden. Und das war eigentlich meine klare Hauptaufgabe in diesem Let's Play, alle Maimais zu finden. Ob ich hier alle Herzteile finde, ist mir eigentlich relativ wurscht. Für mich war vor allen Dingen wichtig, alle Maimais zu finden. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr an diesen Ort erinnern. War das? Ach so, genau, hatte ich hier solche Plattformen und man musste gucken, wie die andocken. Und man, hier fliegen auch noch diese blöden Fliegen rum, also diese, ne? Genau diese, die blöden Fledermäuse. Da kommen noch mehr. Ach so. Oh, ich glaube, das habe ich ein bisschen zu früh gemacht. Kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? Oh, komm, komm, komm. Oh, okay. Ah nein, jetzt kommt diese Segen auch noch hinzu. Oh. Genau, Moment. Verdammt. Schnell wechseln zum Feuerstab. Und jetzt raus. Moment. Nein. Feuerstab. Nein, ich hab das Schild zerstört. Ich wollte das Schild lesen. Ich bin ein Honk. Diese Eisfiguren kommen jetzt übrigens öfters. Wie zum Beispiel. Nein. Der hier. Okay. Oh. Nämlich die eine Seite führt zum Dungeon, die andere Plattform führt uns woanders hin.
Ich glaube, die obere führt uns raus. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die da. Also die hier. Wenn die jetzt mal wieder auftauchen würde. Danke. Dieses Plattformspielchen hatten wir ja schon in Hyrule. Ach! Ja, hier ist definitiv das Herzteil. Ich erinnere mich. Und zwar müssen wir uns hier mit diesem... ja, unserem neu verstärkten... Boomerang. Schon wieder zwei Wege! Ich hasse es! Gehen wir erstmal hier. Okay. Nein, nein! Ach so, ich kann da rüberlaufen. Nein! Nein, Mann! Das gibt's doch nicht! Fick dich! Doch, hab ich doch nicht gewusst. Dass ich da drauf laufen kann. Das wäre doch viel zu leicht gewesen. Mann, ich hab doch gedrückt. Komm jetzt her. Und drauf da. Sag mir nicht, dass das der richtige Weg ist. So sieht es nämlich ein bisschen aus, ne? Mann, ich drück immer die falsche Taste. Komm jetzt zurück, Mann. So. Das sieht nämlich zu sehr nach richtigen Weg aus. Ja, komm. Triff mich. Nein! Wir sind richtig! Oh, göttlich! Göttlich! Hier ist nämlich das Herzteil. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Wunderbar. Hurra! Boah, geil! Alles richtig gemacht. So, haben wir den Quatsch erstmal erledigt. Boah, Gott sei Dank. Jesus Christ. Ah, komm. Ihr verreckt. Nein, ich hab schon wieder die falsche Taste gedrückt. Drück ich eigentlich den Trick. Komm, und jetzt rüber da. Danke, Link. So, wollen wir das gleiche Spielchen nochmal machen. Nur auf der gegenüberliegenden Seite. Ich glaube, der Rest führt uns noch zum Maimals. Könnte ich mir ja vorstellen. Deswegen nein! Hallo? Verarscht mich? Bin ich jetzt nicht nachgespawnt? Dumm. So, ich denke mal, das andere führt uns zu Maimals. Weil wir haben ja noch einige Wege vor uns. Was? Dieser dreckige Motherficker! Oh, das regt so auf, diese dieses Plattformrätsel. Mann, dieses Plattform war doch unten. Fein dauert das immer 3 Jahre lang. Ist ja nicht so, als hätte ich hier ewig Zeit für die Parts. Ja, das lässt mich auch irgendwann mal beenden. Danke. Verpiss dich. So, wo bringt mir das, wo bringt mich das jetzt hin? Okay, erstmal zu der Truhe und zu dem Maimal, okay. Und zwar zu dieser Truhe. Mit 300 Rubine. Wunderschön. Lass mich nicht erzählen, das ist Maimal, Alter. Jawoll. Epic. Maimal Nummer 99. Fick dich. Also haben wir alles zurzeit richtig gemacht. Jetzt müssen wir einfach nur noch zum Dungeon. Epic. Ich dumme Honk! Ich dachte, ich falle nämlich runter, deswegen habe ich automatisch nochmal nach links gedrückt. Ich Lappen! So. Jetzt einfach nur nach Hiele, nach zurück und dann. Jawohl. So. Gleich müssen wir es doch geschafft haben, oder? Komm, geil, bring mich zurück. Okay, komm. Und jetzt fahr wieder zurück. Arigato. Und jetzt schnell den Feuerstab zücken. Wow, 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 wow. Nein, bitte schmeiß mich nicht zurück, du Bl... Das ist dein Wachs! Ja, und jetzt stirbt er. Alles klar. Seems legit.
Ich weiß nicht, warum ich Wachs gesagt habe, dass es sein Wachs ist. Keine Ahnung. Egal. Wir haben den Dreck jetzt hier geschafft. 200%, also... Dann haben wir zumindest... Diese Assis... Die Assis kommt schon wieder. Nein! Nein! Was? Was? Das ist... Pff, genau? Kreising und Zubat, genau. Aber sonst geht's noch. Ne? Ist klar. Ich will doch auch nur im Frieden leben. Komm, komm. Oh, fick dich. Komm, 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 stirb. Das ist mir wurscht. Jetzt habe ich auch noch die Plattform geschafft, Alter. Nein, Kreisige. Kreisige? Oh, Kreisige. Nein, zwei Kreisigen. Habt ihr einen Knall? Dorthin und drüber. Leute, ihr habt es gleich geschafft. Hoffe ich zumindest. Der Scheiß wird immer krasser. Alter, hab doch Knall! Hab, über. Nein! Nein! Das gibt's doch gar nicht! Das glaubst du auch nicht! Ja! Ich war doch da auf den Track! Warum darf ich jetzt wieder nicht drauf? Ey, Alter! Wie kann das Vieh mich treffen? Ich stand doch da drin, ey! Hab doch echt einen Schaden! Jetzt beim Herzen, was? Ich bin chillig und ja. Vor allem, da kommen auch noch Fledermäuse, ne? Ist klar. Hey, ihr Spaß, ne? Bist du? Jetzt drauf! Oh, ich hatte sogar drei! Habt ihr einen Latten? Habt ihr einen Schaden, Alter? Verpiss dich, stirb! Eine ganze Familie ist auf Sterben. Alter! Was war das? Aber wir haben es überlebt. Ja, du kommst, komm, stopp, 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 Kleiner. Holla, die Walfi. Und ich höre das Mai-Mai. Nein, ich werde jetzt von der Eiskugel getroffen. Hä? Ach so, hier ist das. Ah, hier ist der Dungeon. Lol. Ich höre das letzte Mai-Mai. Haha, er hat mich nicht getroffen. Wo ist mein Mai-Mai? Das ist der Dungeon. Da! Da ist es, liebe Freunde. Das letzte Mai-Mai. Und zum letzten Mal haben wir das Mai-Mai gefunden. Unser 100. Mai-Mai, liebe Freunde. Ist das nicht geil? 100 Mai-Mais. Epic. Damit ist das Hauptziel meines Let's Play schon mal erreicht. So, den Quatsch hier können wir auch noch erkunden. Wird zwar jetzt nichts Besonderes hier sein. Obwohl ihr da seid auch, oder? Ich habe euch alle umgebracht. Ihr habt eine Truhe versteckt. Mit 100 Rubinen. Mehr nichts? Ihr habt einfach nur 100 Rubinen versteckt? Ernsthaft? Okay. Wunderbar. Oh. Okay. Also, im nächsten Part gehen wir dann zum tatsächlich letzten Dungeon, liebe Freunde. Achso, in der Höhle waren wir ja schon drin. Alter, ich bin richtig froh, dass wir es geschafft haben. Also, ich werde mich im nächsten Part jetzt... Also, ich werde mich jetzt mal heilen gehen und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder bei Let's Play The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Ich hoffe, ihr seid dabei beim letzten Part und danach... Und ich versuche offscreen diese dämliche Sidequest nochmal. Bis dahin, Leute, und ciao!